Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Adventure Map. Und heute mal wieder was ganz Besonderes, denn, meine Freunde, heute gibt es nicht einfach nur eine coole Adventure Map, die Mario-Style, sondern, meine Freunde, heute gibt es ein wundervolles Thema, was die Leute schon mega lang erwartet haben. Denn, wie viele von euch wissen, wobei nicht unbedingt viele, weil wir sind in letzter Zeit wirklich größer geworden auf dem YouTube-Channel, muss ich euch noch kurz was erklären. Denn es sieht so aus, dass jetzt was ganz Besonderes in den Startthun steht, denn es sieht so aus, ja. Vor einigen Monaten habe ich mal ein Projekt gestartet. Das war so ein kleines Fun-Projekt, wo wir eine aerosol.de Homepage sozusagen gestartet haben. Das kommen wir zurück zu einer neuen Folge Minecraft Internetseiten. Denn heute sind wir das allererste Mal auf der aerosol.de Seite und wir sind jetzt mega froh, wenn wir hier auf Start drücken. Und jetzt nicht erschrecken, Leute. Das war ein Soundeffekt von mir selber eingesprochen. Das war eine Homepage, die war ehrlich gesagt richtig, naja, wie soll ich sagen, also sie war nicht unbedingt auf dem neuesten Stand und die war eigentlich relativ, naja, wie soll ich sagen, vom Design her nicht so dolle und von der Funktion her nicht so dolle. Es hat eigentlich nicht so viel funktioniert, aber die Leute fanden das so cool, diese Seite, ja, dass ich sozusagen jetzt was weitergemacht habe, aber nochmal zur alten Seite, jedenfalls auf der alten Seite, die wir hatten, da kann ich euch nochmal ein paar Bilder einschicken, war das so eine aerosol.de Seite, da konnte man meine neuesten Videos sehen, man konnte Punkte sammeln, wenn man Fragen beantwortet über die Videos und man konnte mit den Punkten, die man verdient, sozusagen an einem an einer Slotmaschine drehen. Eine Slotmaschine ist sozusagen ein einarmiger Bandit, ja. Also jetzt nicht falsch vorstellen, das ist das sind so Profilbilder, ja. Die rollen nach links und irgendwann stoppt da dann irgendwie so. Das ist wie so ein Glücksrad, genau. Man kann es mit einem Glücksrad vergleichen und man konnte sozusagen ein Glücksrad drehen und das Glücksrad hat einem sozusagen Profilbilder gegeben, die man sozusagen gewinnen kann, ja. Das heißt, irgendwie Profilbilder, wie zum Beispiel Geruchsneutral, Gustav, Chupa Chups oder was weiß ich, ne? Chaosmelone 44, solche Sachen halt, ne? Und diese Profilbilder konnte man sozusagen sammeln und dann auf seinem Account sozusagen abspeichern und dann behalten. So, das war das Einzige, was auf der alten Seite möglich war. Wirklich das Allereinzigste. Und die Leute fanden das so cool, ja, dass die unbedingt waren mega traurig, als die Seite offline gegangen ist, weil wir da Sicherheitsprobleme hatten und so. Und deswegen habe ich mich da hingesetzt, eine professionelle Firma gesucht, ja, und mit dieser professionellen Firma haben wir jetzt die letzten paar Monate durchgehend, ja, durchgehend dran gearbeitet. Ah, ich möchte nicht livestreamen, bitte nein. So, und wir haben durchgehend daran gearbeitet und ich muss sagen, sie ist fertig. Ja, wir haben heute den 19.08.2015 und am 20.08. um 12 Uhr, ja, ist es soweit, wird ein Video online kommen, wo ein Link zu der Seite ist. Ja, aerosol.de ist eigentlich ganz einfach, kann man auch ohne das Video finden. Und es wird dann möglich sein, sich hier einen Account zu erstellen und dass die Seite öffentlich geht, ja. In dem heutigen Video möchte ich euch nämlich erklären, dass es nämlich auf der neuen aerosol.de Seite so circa ähnlich abläuft, aber die neue aerosol.de Seite ist um einiges professioneller. Die aerosol.de Seite hat jetzt ein neues Feature, beziehungsweise neuere Features, denn es gibt jetzt sozusagen statt einfach nur Coins, gibt es jetzt auch Schlüssel und so, ja. Also jedenfalls die ganzen neuen Features und so, die werden morgen um 12 Uhr von mir nochmal erklärt, ja. Es wird nämlich so aussehen, dass diese ganzen Erklärungen von neuen Features und was weiß ich nochmal alles von mir erklärt wird, in einem separaten Video, was morgen um 12 Uhr kommt, ja. Viele Leute, die sich da schon auskennen und denken, yo, ich bin Minecraft Survival Games Profi, müssen sich das Video nicht unbedingt ansehen. Ich mache das Video persönlich für Leute, die sich das alles ruhig anhören können, ja. Aber wenn es Leute gibt, die wissen, yo, ich weiß, wie solche Homepages funktionieren, ich weiß, wie ein Casino funktioniert, ich weiß, wie die Slotmaschine funktioniert, kein Ding, ja, die können sofort starten. Denn morgen wird es nämlich 3 Videos geben zur Auswahl, wo man sozusagen an der Slotmaschine drehen kann. Und zwar das heutige Video wird beantwortbar sein, ja. Dann das, das Fragenvideo, was morgen kommt um 12 Uhr. Und Fusion 4 wird nochmal beantwortbar sein. Das heißt, ihr habt 3 Möglichkeiten, an 3 Punkte zu kommen. Das heißt, am ersten Tag ist es sofort möglich, 9 Punkte zu bekommen. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal richtig darauf gefasst machen, euer Arsenal an Profilbildern aufbauen. Denn heute muss ich euch aber noch was ganz, ganz Wichtiges sagen. Ja, bezüglich Profilbildern ist alles schön und gut, ja. Das macht auch sehr viel Spaß, dort zu spielen und so. Ich habe das alles selber schon ausgetestet mit dem Chaos-Flo. Und der Flo, der hat selber schon gesagt, dass es mega lustig ist und der hat auch schon voll viel Spaß dran gehabt, ja. Und ich auch. Und jeder hat da bisher eigentlich schon Spaß dran gehabt. Das heißt, ihr werdet da bestimmt auch Spaß dran haben. Was jetzt aber ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, ja. Viele Leute von euch wissen, wie viele Zuschauer ich habe, ja. Es ist gruselig, wie viele Leute mir zuschauen, ja. Also ich habe wirklich eine riesengroße Community und das ist
brutal, ja. Deswegen muss ich euch was ganz Wichtiges ans Herz legen. Die Seite, ja, es kann möglich sein, dass die Seite abstürzt, ja, und dass die Seite Probleme sozusagen verursacht. Denn ich persönlich kann euch sagen, wenn wir diese Seite starten, ja, kann es sein, dass die Seite abstürzt, ja? Weil ihr müsst euch vorstellen, es werden einfach in den ersten 3 Minuten, ne, bis zu 20.000 Leute alle versuchen dort zu spielen, ja? Und wir haben schon einen eigenen Server und alles für dieses Ding installiert, aber es kann trotzdem sein, dass dort irgendwas abschmiert. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn 20.000 Leute, also jetzt wirklich, ich rede von den ersten 3 bis 4 Minuten, ja? Dort werden 20.000 bis 30.000 Leute auf die Seite stürmen, ja, und dann wird es so aussehen, dass jeder spielen will, jeder will irgendwas machen, jeder klickt überall, jetzt haben wir einen kleinen Lag gerade gehabt, jeder klickt überall ein bisschen, ja, und jeder macht überall ein bisschen, das heißt, die Seite, es ist möglich, dass die Seite abstürzen kann, ja, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass die Seite 6.000 Klicks die Sekunde verarbeiten kann, ja, ohne abzustürzen, aber wenn das dann jetzt letztendlich nochmal mehr sind, ja, noch mehr, pro Sekunde, als wenn wir da irgendwie so 9.000 oder so Klicks die Sekunde haben, dann könnten wir ein kleines Problem kriegen und die Seite würde vielleicht langsamer laufen, ja, aber deswegen mache ich dieses Video. Ich möchte euch sagen, habt da bitte keine Panik dran, ja, weil wenn die Seite abstürzt oder wenn da bei der Seite irgendwas nicht richtig funktioniert, keine Panik haben, einfach mal 5 Minuten abwarten oder 10 Minuten abwarten oder vielleicht eine halbe Stunde einfach später kommen, die wird wieder funktionieren, ja. Es wird nämlich so aussehen, dass die Seite, während sie anfängt, ja, werden ich, mein Administrator und mein Programmierer, wir werden die Seite sozusagen alle beobachten, natürlich, die wird unter kompletter Beobachtung stehen, falls irgendwas falsch läuft, werden wir sofort dran arbeiten, ja, das heißt, diese Seite, ihr müsst uns auch da selber helfen, das heißt, falls ihr irgendwie Fehler findet, ja, oder sonstiges, könnt ihr das gerne im Kontaktformular auf der Seite dann schreiben und so, oder bei mir in den Kommentaren irgendwie den Fehler posten, was aber ganz wichtig ist, bitte, wenn irgendwie die Seite abstürzt, oder wenn die Seite nicht erreichbar ist, bitte schiebt keine Panik, ja, keine Panik, weil es hilft nicht, meine Kommentare voll zu spammen mit "Ja, Roman, die Seite funktioniert nicht, Mama!" Und ihr versteht, was ich meine, ne? Also, wenn morgen diese Seite startet, ganz ruhig bleiben, ja, Ruhe bewahren. Es ist eine ganz neue Seite und wir werden dran arbeiten. Und ich jedenfalls wünsche euch sehr viel Spaß mit den Profilbildern und so. Und die Antwort auf die heutige Frage ist Käsekuchen mit Bacon-Geschmack, ja? Machen wir einfach mal so. Und falls ihr dann sozusagen diese Frage beantworten könnt, kriegt ihr sozusagen 3 Coins, ja? Das ist ganz cool. Also, das ist das Prinzip von der Seite. Und ich hoffe, dass ihr morgen dabei seid bei der Seite. Falls ja, schreibt mir doch einfach mal ein Feedback in die Seite, Feedback dann morgen in die Kommentare im neuesten Video dann einfach, was ihr so gezogen habt, wie es denn aussieht, wie eure Erfahrungen waren, vielleicht auch einen längeren Text, ne, also eure Erfahrungen sind mir mega wichtig, ja, ich habe richtig Lust, das durchzulesen und, ja, jedenfalls bedanke ich mich natürlich nochmal für die Zuschauerschaft an heute und man sieht sich auf jeden Fall im nächsten Video, haut rein, Leute, ciao!